Und damit herzlich willkommen zurück. Wir machen uns gleich auf den Weg zu Zyra Rhodes. Doch bevor wir das tun, erstmal ein großes Dankeschön an Betobu. Er hat mir nämlich in den Kommentaren verraten, dass wir auch den Charakter wechseln können. War mir tatsächlich bis jetzt noch nicht bewusst. Einfach zurück zur Levelauswahl, nochmal Escape drücken, natürlich nur wenn ihr Computerspieler seid. Wie es auf der Konsole funktioniert, weiß ich leider nicht. Und hier können wir den Kopfgeldjäger nochmal wechseln. Hätte man meiner Meinung nach vielleicht etwas auffälliger machen können, dann hätte ich es auch eher gesehen. Aber wer bin ich schon, dass ich mich hier beschwere? Wir wählen auf jeden Fall die Anaconda aus, weil die gute Zyra mit einer Schlange kommt. Und wer wäre ich denn, wenn ich nicht mit einer Anaconda gegen eine Schlange antreten würde? Sie befindet sich im Casino. Mord, Geldwäsche und Bestechung. Zyra herrscht über die Casinos und Nachtclubs der Stadt. Als kaltblütige Auftragskillerin für den Shogun führt sie ihre Aufträge immer professionell und sauber aus. Super, da freue ich mich schon mal drauf. Ich habe nämlich eine Schlangenphobie und das ist mein voller Ernst. Also könnte es passieren, dass ich mir hier in der Folge etwas in die Hosen pinkle. Aber ihr seid ja davon nicht betroffen und kriegt es auch nicht mit. Von daher alles gut. I hate Casinos. Warum? Schlechte Erfahrungen gemacht? Na komm hoch. So, sie hat auf jeden Fall so eine geile Waffe, die hier Dreifachschuss macht. Wir können zwar dafür nicht ganz so oft feuern wie mit dem guten Mo-Man. Aber, ach scheiße, jetzt kommen sie wieder von allen Seiten. Ich hätte es wissen müssen. Und irgendjemand schießt mit einem Blaster. Komm hoch. Kommt nicht hoch. Und eine Axt hat sie einstecken, die müssen wir auch gleich mal probieren. Jawohl. Sogar gut getroffen. Ach, noch so ein Transformer hier unten. Aber der war heute mal etwas langsamer unterwegs. So, 7 Bonus-Spins, da gehen wir doch erstmal in die Slots. Vielleicht ist ja Knossi mit am Start. Nein, Spaß beiseite, wir machen natürlich weiter. Ein Dieb ist gut. Zum Glück haben die uns hier einen Granatwerfer hingelegt. Ah, nein, nicht mit dem Blaster. Shit. Ah, ich wollte gar nicht das Automatikgewehr aufnehmen. Ich wollte eigentlich zur normalen Pistole wechseln. Wen haben wir hier oben? Dich. Die mag ich am wenigsten. Ich treffe sie zumindest immer nicht. Und es dauert mir einfach zu lange, bis ich sie erledigt habe. Na. Und da haben wir es. Ein Geschützturm, jawohl. Den hebe ich mir definitiv für den Endgegner auf. Ihr habt es in der letzten Folge gesehen. Ohne die... Ah nein, nicht schon wieder so ein Typ, der diese Dinger schießt. Nein, 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 nein. Komm her. Na gut, dass wir den Granatwerfer hier abgelegt haben. Dann können wir die dann gleich benutzen für ihn hier. Bam, bam, bam. Dann kriegt er auch nochmal eine Axt. Ah nein, wir hatten keine Axt. Wir hatten ja Geschützturm aufgenommen. Ja, so viel zum Thema. Ich heb mir das Ding auf. Scheiße war's. Naja, was soll's. Dann soll er sich um den Typen kümmern. Und er lässt seine Waffe fallen. Jawohl, die hatten wir noch nie. Eine Orbitalkanone. Probieren wir gleich mal aus. Komme ich noch auf dem anderen Weg hier hoch? Jo, komm ich. Warum erwischt er seinen eigenen Kumpel nicht? Das wäre doch mal eine ordentliche Maßnahme gewesen. So, Orbitalkanone. Ah, okay, die muss auch ein bisschen aufladen. Ah, aber die ist natürlich ideal gegen diese Skateboard-Typen hier. Oder Hoverboard. C4 auch wieder am Start. Diebesgut haben wir ja gerade gefunden, also können wir mit gutem Gewissen hier hochfahren, würde ich denken. Und da haben wir einen Checkpoint. Was ist denn mit ihm da hinten? Er wartet doch nicht ohne Grund hier. Oh, anscheinend doch, er hängt einfach eine Runde ab. Nein, jetzt kommt er, er hängt nicht einfach eine Runde ab. Boah, shit, shit, shit. Was sollen wir tun? Ah, schneller, 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 schneller. Ah, Junge. Das war zu viel. Aber wir haben es tatsächlich ganz gut gelöst, würde ich meinen. Ja, die Orbitalkanone. Ah, ich will mir nicht immer alles nur für den Endgegner aufheben, auch wenn es vielleicht sinnvoller wäre. Aber wir wollen ja auch ein bisschen cool durchs Level kommen. Von daher verballern wir das Ding jetzt einfach mal. Komme ich jetzt hier noch drauf? Nö, hätte ich das tun sollen? Ne, wir kommen von der anderen Seite drauf. Ich hatte schon Angst, dass ich das hätte machen müssen, bevor der mit seinem komischen Ding hier alles zerstört hat. Ah, fuck. Warum hat das so eine kurze Reichweite? Als er auf uns geschossen hat, ging das doch auch weiter. Unfaire Mittel hier. So, und wieder ein Koffer, obwohl wir voll sind. So, das war der Gamer Room. Oh nein.
Diesmal aber schnell erledigt. Eddie hat auch keine Chance. Kommst du runter? Kommt nicht runter. Nö, da würde ich lieber das C4 statt die Wurfsterne nehmen. Oder behalten. Ey, warum konnte ich den denn nicht treten? Der Club Sugar. Der kommt mir doch bekannt vor, den gibt's doch hier. Ah, jetzt haben wir den Checkpoint genommen. Kommen wir nochmal zurück. Ja, ich will nochmal ganz kurz nach Diebesgut gucken. Scheint es aber nicht zu geben. Oder ich bin einfach wieder zu blind. Egal, wir machen weiter. Was ist hier? Mega Money? Mega Money 7. Ich glaube nicht, dass ihr bei Glücksspiel das Mega Money machen werdet, denn wie jeder weiß, am Ende gewinnt die Bank. Und das immer. Also fangt erst gar nicht an mit so einem Scheiß. Hey, ach, ich stand zu weit rechts. Die ganze Zeit nach oben gedrückt, damit er sich versteckt. Oder damit sie sich versteckt. Muss mich erstmal dran gewöhnen, dass wir jetzt eine Frau spielen. Ah, die Waffe gefällt mir bis jetzt ganz gut, die sie hat. Eddie, komm doch runter. Sei doch nicht so. Automatikgewehr, jawohl. Das war ja easy. Keiner von beiden geschossen. Na, aber. Solche Wörter hier bitte nicht in meinem YouTube. Ah, die Splitterbombe war geil. Die nehmen wir mit. Die hat auch Vorrang vorm C4. Ein bisschen verrückt, die Gute. Habe ich zumindest das Gefühl. Wir haben doch... Ne, wir haben Blaster, ne? Ja, wir haben Blaster. Können wir das irgendwie wieder abbrechen? Yep, können wir. Okay, dann nehmen wir den Blaster mit. Fenster im Rammstein-Logo-Design, alles klar. Ach, wir sind wohl schon beim Endgegner. Dann haben wir auf jeden Fall wieder Diebesgut verpasst. Oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, aber ich habe jetzt in der Zeit schon zweimal geatmet, also hat sie ja auf jeden Fall schon mal nicht recht. Was macht sie? Ach, shit. Nicht teleportieren. Wir müssen auch mal ein bisschen realistisch bleiben. Das letzte Mal aufladen. Wir können sogar noch mal voll aufladen, obwohl wir bloß noch einen Schuss haben. Sehr gut. So, ja, teleportier dich. Ach, ja. Ah, so. Die können wir noch nicht erwischen hier. Mit ihrer coolen VR-Brille. Spielt wahrscheinlich gerade Half-Life. Ach, nein, keine Schlangen. Da war der erste Tropfen in der Buchse. Das Automatikgewehr wäre geil. Obwohl, dann müssen wir auf Nahkampf gehen. Das möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt. Wir haben hier noch einen Blaster. Okay, die Schlange geht dann zum Glück weg. Wo ist... Ah! Sag mal, ganz schön aggressiv, die Gute. So viel Schlangenfutter genascht, oder was? So, wir haben auf jeden Fall gleich... Die haben wir. Und jetzt wird wahrscheinlich die Olle vom Schreibtisch aufstehen. Boah, na klar, eine Riesenschlange. Ah, nein. Was sollen wir denn machen gegen die? Och nö, nicht so eine Riesenschlange. Was soll ich tun gegen die Schlange? Okay, also hier oben scheint sie schon mal nicht hinzukommen. Okay, wenn die Schlange so weitermacht, geht's tatsächlich noch. Aber wir ziehen ja auch nicht wirklich viel ab. Ah, sie macht natürlich nicht so weiter. Splitterbomben. Boah, guck mal, wie die abgezogen haben. Ach du Scheiße. Ah. Ja, wie viel Moves hat sie denn noch drauf? Wo soll ich denn noch hinrennen? Die Map ist nicht so groß. Was macht das Ding da unten? Okay, es schießt aber nicht auf uns. Dauerfeuer, los. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Jawohl. War es das schon? Das war's schon. Also wenn das mal nicht perfekt lief, dann weiß ich auch nicht. Aber nach dem letzten Endgegner war mir das Spiel auch echt was schuldig, hier mal wieder ein bisschen ruhiger zu machen. 8 Minuten 32. Leider ein Diebesgut zu wenig, aber das war es mir wert. Dafür sind wir auf jeden Fall hier schnell durchgekommen.
Und das auch ohne größere Anstrengung, bloß ein kleiner Tropfen in der Buchse. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut!